60 Kandidaten sind eine Runde weiter. Jetzt entscheidet die Geschichte zum Tattoo, wer die zweite Hürde nimmt. Vor die Jury kommt am Ende nur, wer ein Horror-Tattoo und eine gute Geschichte dazu hat. Ich find's gut, dass es halt einfach auch fair ist. Und es liegt irgendwo ein kleines bisschen, aber trotzdem an einem selber, wie man sich gibt. Und schauen wir mal. Ich weiß nicht. Okay. Berti und Kim werden den Kandidaten jetzt genau zuhören. Wer hat eine gute Geschichte zum Tattoo? Egal ob lustig oder traurig. Weiterkommt, wer am besten erzählt. Okay, fangen wir an. Wer will der Erste sein? Ja? Mädels sind wir voran, ne? Komm ran. Ja, genau, für die Erste. Okay. Das sollten meine Gesichtszüge sein. Sollten sein. So, das ist der Hammer. Hi. Ist es der Bezug, den ich mir so vorstelle? Ja, denk schon, ja. Ich war in der psychiatrischen Klinik und habe dort eine kennengelernt, die wollte gerade anfangen mit Tätowieren, auf 18, also über 18 Jahre. Und ich dachte, ja, ich will mit Tattoo, weil du immer eins hast, brauchst du immer wieder. Also, ne? Ja, ja. Also ich war schon bei verschiedenen Tätowieren und die haben alle gemeint, ja, das Beste, wir würden das Bein amputieren. Abmachen. Von daher seid ihr eigentlich so mit meiner letzte Rettung. Habe ich gemerkt, dass das ganz schön ausschaut, bin wieder hingegangen. Und dann stand an dem Tattoo-Studio wegen Todesfall geschlossen. Nächsten Morgen habe ich das dann gemerkt, dass auf dem Rücken extrem gebrannt hat und ich nach Aftershave gerochen habe, weil die haben das mit Aftershave desinfiziert und ich war in Frischhaltefolie eingewickelt. Berti und Kim haben sich alle 60 Horror-Tattoo-Geschichten angehört und unglaubliche Stories erfahren. Nun müssen sie sich für die 30 Besten entscheiden. Und deshalb muss jetzt die Hälfte der Kandidaten nach Hause gehen. Ich werde euch jetzt aufgliedern in zwei Gruppen. Die Namen, die ich aufrufe, gehen von der Seite auf die Seite. Und wohlgemerkt, denkt dran, das heißt nicht, dass die Namen, die wir jetzt aufrufen, automatisch die Leute sind, die weiterkommen. Ja? Also bitte noch nicht in irgendwelche Euphorie ausbrechen. Das kann sich nachher dann schlagartig ändern. Der Alex. So, die Anna. Die Dana. Zweimal 30 Kandidaten. Und die Aufregung bei den 60 Zwickauern ist deutlich zu spüren. Denn es ist noch nicht klar, welche Gruppe bleiben darf. An Bertis Gesicht kann man so gar nichts ablesen. Okay. Die nächsten 30 Mann, die weiterkommen, stehen auf dieser Seite. Für 30 Zwickauer bedeutet das, ihr Tattoo schafft es jetzt wirklich vor die komplette Jury. Die anderen 30 Kandidaten müssen jetzt leider gehen. Doch niemand ist sauer. Sachsen können gönnen. Ganz ehrlich, ich habe andere Tattoos gesehen, die es wahrscheinlich mehr verdient haben als meins. Es war schön, hier gewesen zu sein. Gönnst den anderen, alles gut. Wir treten der Heimreise an und ist alles hübsch.